Liebe Kinder, wie ihr wisst, ist das Gebet die zweite Säule des Islams. Im Arabischen nennt man das Gebet Salat. Es ist die Pflicht jeden Moslems, das fünfmalige Gebet zu verrichten. Im Heiligen Koran heißt es hierzu, denn das Gebet zu bestimmten Zeiten ist den Gläubigen eine Pflicht. Die Gebetszeiten richten sich nach dem Stand der Sonne am Himmel. Es ist besonders angebracht, das Gebet jeweils zu Beginn der festgelegten Zeiten zu verrichten. Das erste Gebet Fajr liest man vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenaufgang. Das zweite Gebet Zuhr liest man, sobald die Sonne ihren Zenit durchlaufen hat und bis sie den halben Weg zwischen Zenit und Sonnenuntergang erreicht hat. Das dritte Gebet Asr liest man unmittelbar nach Ende der Zuhr-Zeit und bis kurz vor Sonnenuntergang. Das vierte Gebet Maghrib liest man ab dem Sonnenuntergang und bis Ende der Abenddämmerung. Das fünfte Gebet Isha liest man ab Ende der Abenddämmerung bis Mitternacht. Bei Verhinderungsfällen ist es gestattet, das Isha-Gebet nach Mitternacht aber noch vor dem Fajr-Gebet zu verrichten. Wusstest du, es gibt bestimmte Zeiten, an denen es verboten ist, das Gebet zu verrichten? Und diese Zeiten werde ich euch jetzt sagen. Während des Sonnenauf- oder Sonnenuntergangs, wenn die Sonne genau im Höchststand steht, zwischen Fajr-Gebet und Sonnenaufgang und zwischen Asr-Gebet und Sonnenuntergang. Die letzten beiden Zeitspannen werden als unerwünschte Zeiten bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt darf nur ein vergessenes Pflichtgebet nachgeholt und verrichtet werden. Versuche morgen, deinen Tag mit dem Tahajjud-Gebet zu beginnen. Denn auch das freiwillige Gebet neben den Pflichtgebeten hat seine Wichtigkeit und dient als Dankbarkeit gegenüber Allah. Und dadurch erhältst du auch ganz viele Segnungen. Komm, mach mit und versuche auch du in dem heiligen Monat Ramadan das Tahajjud-Gebet zu verrichten.